Die Vision ist der Aufbau des ersten Weiterbildungszentrums für Islamwissenschaften in Stuttgart. Hochqualifizierte Referenten mit unterschiedlichen islamischen Spezialgebieten geben auf anspruchsvollem Niveau ihr wertvolles Wissen an Lernbegierige weiter. Sehen Sie es für notwendig, in Deutschland das erste Islam-Weiterbildungszentrum einrichten zu lassen? Es ist sehr notwendig, so ein Institut zu bilden, weil Islam ist eine Wissenschaft und dementsprechend sollte man auch das lernen. Ein Mediziner zum Beispiel, wo auch eine Wissenschaft ist, lernt auch nicht sein Wissen aus YouTube-Kanälen. Was kann die Islamologie in einem Menschen bewirken? Es ist natürlich so, dass das Wissen die Grundlage der Verbesserung des Charakters und der Handlungen ist, weil jemand, der unwissend ist, kann nicht zielgerichtet tätig werden. Und ein Mensch, der kein Ziel hat und keine richtige Absicht gefasst hat, der kann natürlich nur von Glück reden, wenn etwas Sinnvolles herauskommt am Ende seines Lebens. Und als Muslim sollte man sich seiner Ziele, seiner Absichten und seiner Werte bewusst sein. Und Islamologie ist das Vehikel und unser Helferich, dass wir das auch alles erreichen. Sollte man in Deutschland die Islamwissenschaftler unterstützen? Aber ja, natürlich, anders geht es ja gar nicht. Weil die klassisch ausgebildeten Fachleute, das ist natürlich die Schnittstelle. Und das sind die Leute, die uns das Wissen überbracht haben. Und nur aus Büchern, ohne Fachpersonal, ohne die werden wir das nicht schaffen. Da wird keiner vorankommen. Jahrhundertealtes Wissen soll auch Menschen erreichen, die der arabischen Sprache nicht mächtig sind. Wie wichtig ist die akademische Weiterbildung im Islam für Muslime? Insbesondere die Jugendlichen sollen endlich eine Gelegenheit bekommen, auch in deutscher Sprache Wissen über den Islam sich aneignen zu können. Und dafür muss endlich die Basis aufgebaut werden. Das ist enorm wichtig für die Zukunft. Nicht nur für die Muslime, wie gesagt, sondern auch für die Nicht-Muslime, weil auch die zu wenig Informationen darüber bekommen. Also Organisationen wie jetzt die Pegida etc., das war ja vorprogrammiert, dass irgendwann Ängste geschürt werden und Ängste auch bestehen und erwachsen. Ist ganz menschlich, dass Menschen Angst haben vor etwas, was sie nicht kennen. Ohne Zugehörigkeit zu einer Lehrmeinung oder einer religiös-politischen Organisation wird hier die breite Facette der islamischen Wissenschaften neutral präsentiert und dem Zuhörer überlassen, sich seine Meinung zu bilden. Welche Vorteile bestehen, sich von unterschiedlichen Referenten aus unterschiedlichen Institutionen fortbilden zu lassen? Also ich sehe den Vorteil darin, dass man unterschiedliche Referenten einlädt, dass man ein breiteres Spektrum abdeckt und man eben nicht nur fokussiert auf sich und auf seine Rechtsschule sich berufend weiterbildet, sondern auch in anderen Rechtsschulen. Warum wirken Sie aktiv bei Evidence mit? Ich halte das für eine wichtige Möglichkeit, hochwertiges, fundiertes Wissen an Menschen zu vermitteln, denen vielleicht der Zugang zu anderen Hochschulen oder fremdsprachlichen Möglichkeiten fehlt. Sehen Sie es für notwendig, in Deutschland das erste Islam-Weiterbildungszentrum einrichten zu lassen? Ich halte es für sehr wichtig, weil wir hier in der Gesellschaft eine aktive Rolle spielen wollen, eine positive Rolle spielen wollen. Dafür müssen wir uns mit der Thematik näher beschäftigen und auch mit anderen Menschen, nicht Muslimen, uns unterhalten und uns besser gegenseitig kennenlernen. Der große Vorteil ist, wenn wir uns mit Islamologie beschäftigen, dass wir uns mit den Quellen näher beschäftigen, dass wir das wissenschaftlich betrachten, dass wir auch rational an die Sache rangehen und weniger emotional. Wir von Evidence möchten an die Öffentlichkeit treten, um auch die Angst der Bürger zu nehmen. Sie haben eben ein verzerrtes Bild und nehmen den Islam oder die Religion als irrational wahr. Wir möchten einen Zugang ermöglichen für Muslime, authentisches Wissen zu erlangen. Und die Erfahrung hat bisher gezeigt, vor diesem Hintergrund, dass diese Muslime offener, toleranter und respektvoller gegenüber anderen stehen. Und was würde erstmal entstehen, wenn Evidence es schafft, die Mehrheit der Muslime zu erreichen? Wir als Muslime möchten mit Nicht-Muslimen zusammenarbeiten, gemeinsam die Zukunft zu gestalten, sowie im wissenschaftlichen, wie auch im wirtschaftlichen und auch im sozialen Bereich. Wir brauchen hauptsächlich finanzielle Unterstützung, um schließlich den Grundstein für die Entstehung des Weiterbildungszentrums zu legen.
Was halten Sie von der Idee des Projektes Evidence zur Gründung eines Weiterbildungsinstitutes, einer Forschungszentrale der Gelehrten und Darbietung von Veranstaltungsräumen mit wissenschaftlichem Hintergrund erstmalig in Deutschland? Die Vorstellung eines Bildungsinstitutes oder eines Institutes zur Förderung von muslimischer Wissenschaftsarbeit ist längst überfällig. Wenn das Evidence schaffen könnte, wäre das ein Meilenstein. Evidence müsste also und will es auch vielleicht zwei Probleme lösen. Die Räumlichkeiten, das Equipment und die Bereitstellung für die Forschung. Eine solche Institution gibt es meines Wissens bisher noch nicht. Das ist sicherlich ein lobenswerter Ansatz und der wird tatsächlich dringender, als ich mir das früher vorgestellt habe. Die Lehren des Islam basieren auf wissenschaftlichen Belegen und reiner Logik. Märchenhafte Sagen haben keinerlei Bezug zum Islam. Wieso könnte dies eine neue Information für Islamlaien darstellen? Wieso deckt sich dieses geschilderte Islambild nicht mit der heutzutage in der westlichen Welt verbreiteten Vorstellung? Unsere Aufgabe als islamwissenschaftliches Bildungszentrum liegt in der Aufklärung der Gesellschaft in Deutschland. Sie liegt darin, das verzerrte Bild der Realität anzupassen. Nur durch diese Korrektur kann gegenseitiger Respekt und gegenseitiges Verständnis entwickelt werden und die Gesellschaft zu einem friedlichen und prosperierenden Miteinander führen. Lernen Sie die Welt kennen, die ihren Ursprung im 7. Jahrhundert fand, deren Botschaft dazu führte, dass bis heute im 21. Jahrhundert, rund 1400 Jahre später, Anhänger auf dem gesamten Globus und völlig unabhängig voneinander dieselben unveränderten Praktiken ausführen und für alle Zeiten ausführen werden. Begeben Sie sich auf die Spurensuche nach dem Grund, weshalb der Islam die am schnellsten wachsende Religionsgemeinschaft ist und warum der Islam nicht nur eine Glaubensfrage, sondern vielmehr eine bereichernde Lebenseinstellung und damit allgegenwärtig ist. Evidence. Zentrum für Bildung, Forschung und Wissenschaft.